Danke dir, lieber Andreas Hoher, Bundesparteitag, meine lieben Freunde. Lasst mich zu Beginn eine Unterstellung an euch machen. Die Unterstellung heißt da, ihr seid alles gute Europäer. Aber bevor ihr gute Europäer seid, seid ihr in erster Linie gute Österreicher. Und bevor ihr gute Österreicher seid, seid ihr in erster Linie gute Salzburger, gute Oberösterreicher, gute Niederösterreicher, gute Kärntner. Überall da, wo man den Bezug zu seiner kulturellen Wurzel hat, zu seiner Heimat hat, da müssen Dinge entschieden werden. Da, wo die Klammer eines Staatswesens vorhanden ist, wie in Österreich, da ist die Zuständigkeit für die Probleme, die hier in Österreich entstanden sind und die gelöst werden müssen, aber nicht 1000 Kilometer entfernt in Brüssel in einem System, das beeinflusst wird, zum Gutteil von Lobbyisten, die an der Zahl 10-mal so viel sind wie gewählte Parlamentarier. Es ist der Punkt erreicht, in Richtung Brüssel lautstark zu formulieren, es reicht. Wir wollen zurück unsere Demokratie. Wir wollen zurück unsere Souveränität. Wir wollen zurück die Möglichkeit, in unserem gewählten Parlament Entscheidungen für Österreich wieder souverän treffen zu dürfen. Und wir wollen auch die Hoheit über unser Steuergeld wieder zurück, dass es nicht künftig quer durch Europa verteilt wird in Richtung eines pleitegegangenen Banken- und Finanzsektors, der in Wahrheit nur ein Ziel hat, sich selbst fetter und reicher zu machen, während quer durch Europa die Bevölkerungen immer, immer mehr an Wohlstand verlieren. Das ist nicht das System, das dieses Europa groß gemacht hat. Europa fußt auf dem Prinzip eines positiven Pluralismus, einer Vielfältigkeit, wo Nationen, die eine großartige Geschichte haben, auf Augenhöhe zueinander kooperieren und in eine gemeinsame gute Zukunft gehen. Aber nicht ein Staat, der umgelegt wird wie die Vereinigten Staaten von Amerika auf den europäischen Kontinent mit einer Zentralregierung, wo 80% der Gesetzgebungskompetenz in Brüssel bzw. Straßburg vorhanden sind und nationale Parlamente überhaupt nur die Möglichkeit haben, Richtlinien der Europäischen Union umzulegen oder umlegen zu dürfen in nationales Recht und dann beklagen, wir können ja nichts machen, das kommt aus Brüssel, das müssen wir so machen. Ich sage, sehr wohl können wir was machen. Politik ist da, um Dinge zu verändern. Und jede Reise beginnt mit einem ersten Schritt. Und die nächste Europawahl muss der entscheidende Schritt sein, um nicht nur in Österreich, sondern quer durch Europa die Stimmen zu erheben, dass die großen Nationen Europas wieder ihre Souveränität zurückerlangen und dass Demokratie in diesem Kontinent wieder die Bestimmungsvariante Nummer eins sein wird, die uns in eine gute Zukunft führt. Bevor ich auf die einzelnen Punkte auszugsweise eingehen möchte, die dieser Leitantrag zum Inhalt hat, erlaube ich mir noch darauf hinzuweisen, wenn es nicht geschehen ist, dass von 11. bis 24. März kommendes Jahr die Arbeiterkammerwahl stattfindet. Ein wundervoller Weg und eine gute Gelegenheit, hier einen ersten Testlauf zu machen, um auch unsere rot-weiß-rote Politik in die Arbeitnehmerpolitik dort hineinzutragen und sicherzustellen, dass in der Vertretung der Arbeitnehmerschaft hier die österreichischen Interessen wieder hochgeschrieben werden, dass hier schon ein erstes Bollwerk entsteht, dass nicht weiter unsere Grenzen einfach offen bleiben können und Arbeitssuchende aus allen Herren Länder hier nach Österreich kommen und hier einen Verdrängungswettbewerb in Gang setzen, der in Wahrheit nur zulasten der Bevölkerung hier, aber auch jener Menschen, die vor vielen Jahren zu uns gekommen sind und hier auch bescheidenen Wohlstand erworben haben und sich integriert haben, diese verdrängt werden. Dem wollen wir eine Absage erteilen. Ich bin überzeugt, ihr bekommt vom Chef unserer Arbeitnehmerpolitik, dem Bernhard Rösch, eine Vielzahl von schriftlichen Informationen nachgereicht. Und mein Ersuchen seitens der Bundespartei, dass ihr in eurem Bereich Werbung macht, das bestmöglich unterstützt und diese Wahl nicht auf die leichte Schulter nehmt, sondern da wirklich auch die große Chance erkennt in diesem Urnengang. Wir sind bei den Arbeitnehmern stärkste Partei
bei bundesweiten Wahlen. Und dieses Ergebnis umzulegen, muss es jetzt gelingen, auch bei der bevorstehenden Arbeiterkammerwahl. Und da wünsche ich unserem Bernhard Rösch und dem Team der Freiheitlichen Arbeitnehmer nicht nur alles Gute, sondern ich versichere auch in eure Richtung, dass die Partei hinter euch steht und euch unterstützt, wo immer es möglich ist. Ich darf zurückkommen auf unseren Leitantrag. Ihr erinnert euch ja sicher alle noch sehr gut zurück, wie Österreich einmal ein souveräner Staat war, wie wir eine Währung hatten, die den Wohlstand und die Kaufkraft entsprechend abgesichert hat, wie Volksabstimmungen, die in Österreich durchgeführt wurden, auch eine verbindliche Auswirkung hatten und die Bevölkerung wirklich auch über Dinge entscheiden konnten, die dieses Land betroffen haben. Das alles ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Aus der Insel der Seligen sind wir mittlerweile in einem EU-Sumpf an Korruption, an Souveränitätsverlust und vor allem auch mit sozialen Spannungen gepaart und einer Rekordmarke an Arbeitslosigkeit mit 26 Millionen Menschen, die in dieser Europäischen Union Arbeit suchen. Und in den Peripherieländern, in Spanien, in Portugal, Italien oder Griechenland, beträgt die Jugendarbeitslosigkeit heute bereits 50% und mehr. Und mit diesen Problemen, die sich ergeben aus den Ländern Südeuropas, schwappt diese Situation langsam nun in den Kernbereich der Europäischen Union herein. Deutschland und Österreich spüren die Auswirkungen mehr als deutlich. Und ich behaupte, gerade die Konstruktion der Europäischen Union und dieses einheitlichen Währungsraumes, wo man sogar Goldman Sachs dazu geholt hat, um mit Schwindeleien hier diesen Währungsraum herbeizuführen, gerade das ist ja verantwortlich dafür, warum es mit Europa bergab geht. Früher, erinnert euch bitte zurück, war das doch eine wundervolle Sache, im Urlaub etwa nach Italien zu fahren, wo günstige Preise geherrscht haben, oder nach Griechenland, wo ebenfalls günstige Preise geherrscht haben. Und in all diesen Ländern ist es doch so, dass die eine volkswirtschaftliche Philosophie einer weichen Währung haben. Das kann man urteilen darüber, wie man möchte, aber Faktum ist, es hat funktioniert. Es hat über Jahrzehnte funktioniert. Und immer wenn dort die Schulden aus dem Ruder gelaufen sind, dann hat man abgewertet, hat sich volkswirtschaftlich wieder fit machen können, hat sich konkurrenzmäßig wieder entsprechend aufwerten können. Und die Geschichte der einzelnen Wirtschaften war eine positive. Und erst als man das Ganze zusammengepresst hat, mit Schwindeleien jedweder Art, haben Probleme in noch nicht absetzbarer Dimension begonnen einzuwirken. Und ich frage mich, wer sind denn die Profitnehmer einer solchen Politik? Ist es die Bevölkerung, die den großen Profit daraus zieht, die den Wohlstand jetzt Zug um Zug abbauen muss, die ihre Kaufkraft verliert, die Angst um den Arbeitsplatz hat oder den Arbeitsplatz bereits verloren hat? Oder sind es multinationale Konzerne, die ein Szenario wollten, wo sie mit billigsten Möglichkeiten in Osteuropa produzieren können und gleichzeitig die Ausweitung ihres Absatzmarktes auf den ganzen Kontinent sichergestellt wissen? Das heißt, die Gehälter gehen immer mehr nach unten, der Verdrängungswettbewerb auf den einzelnen Arbeitsmärkten der Mitgliedsländer wird immer schärfer und diejenigen, die Profit nehmen, sind die im Bereich der multinationalen Industrie, aber auch im Bereich der Finanz- und Kreditwirtschaft, die auch heute noch nicht müde werden, mit Spekulationstätigkeiten ihre Gewinne fetter und fetter zu gestalten, während die Währung auf der anderen Seite immer mehr ausgehöhlt wird. Ihr müsst euch einmal vorstellen, wie diese Absurditäten in letzter Konsequenz geschehen. Wir haben eine Europäische Zentralbank, die geleitet wird von einem Herrn Mario Draghi, Italiener und seines Zeichens früher bei Goldman Sachs, wie könnte es anders sein, der, um die Schulden zu bedienen und die Finanzlöcher im Bank- und Versicherungsbereich zu stopfen, die Geldmenge erhöht. Das heißt, virtuell gesehen an der Druckmaschine tätig ist und Geld allen zur Verfügung stellt, die in dem Finanzsektor tätig sind. Das geschieht deswegen, um abzusichern Anleihen, die gekauft wurden von Ländern Südeuropas, um deren Zinsentwicklung in letzter Konsequenz in einem Rahmen zu halten. So, das Ganze könnte man sich folgendermaßen vorstellen.
ich borge mir von euch 10.000 Euro aus mit einem Zinssatz von einem Prozentpunkt. Weil so hoch ist der Zinssatz, der bezahlt werden muss für dieses Geld der Europäischen Zentralbank. Ich borge euch da drüben diese 10.000 Euro mit einem Zinssatz von 10% weiter, habe quasi einen Gewinn von 9%. Und wenn da drüben die Situation notleidend wird und man nicht zurückzahlen könnte, genau das, was passiert, dann haften hier alle dafür, dass hier die in dem Fall fast 11.000 Euro zurückbezahlt werden. Ich mache 9% Zinsen ohne Risiko. Das geschieht zurzeit quer durch Europa. Und das ist eine Politik der Unanständigkeit, die sich da breit gemacht hat, die einem ganz kleinen Klüngel von international und multinational agierenden Finanz- und Industriehaien mehr und mehr an Gewinnen und an Profit ermöglicht und gleichzeitig in Europa diese halbe Milliarde an Menschen, denen immer mehr an Wohlstand, an Kaufkraft und an sozialer Stabilität raubt. Ich möchte ganz kurz nur schlaglichtartig, ihr habt es ohnehin in eurer Mappe, Inhalte dieses Leitantrages hier zum Vortrag bringen. Erster Inhalt, ganz, ganz wichtig, die Renationalisierung von Kompetenzen. Wir wollen die Möglichkeit, dass wir für Österreich unsere Dinge selber entscheiden können und nicht länger oktroyiert erhalten, wie die Politik in Österreich gestaltet werden soll, beeinflusst durch Lobbyisten, die 1000 Kilometer entfernt sind und uns sagen, wie wir in Österreich zu verbringen haben. Und wir wollen auch, und das ist mir ganz besonders wichtig, es schaffen, dass direkt demokratische Entscheidungen in einem Land der Europäischen Union höher angesiedelt werden können als gemeinsames Recht. Dass es nicht länger so sein kann, wenn eine Bevölkerung sich wehren möchte gegen eine Politik, die international für sie gedacht wurde, nicht einmal mit einem direkt demokratischen Entscheid gegensteuern kann, sondern ganz im Gegenteil, nichts höher anzusiedeln ist als der direkt demokratische Entscheid einer Bevölkerung. Und für uns in Österreich, nichts gilt mehr und nichts zählt mehr als die Entscheidung der Österreicherinnen und Österreicher. Ganz klar wollen wir auch ein Bewusstsein wecken mit Freunden quer durch Europa, dass es natürlich so etwas gibt wie ein europäisches Leitbild, was die Kulturen anbelangt. Wir sind nicht ein islamisch geprägter Kontinent. Wir sind ein abendländisch geprägter Kontinent, der Wurzeln im Heidentum, im Christentum hat, aber mit Sicherheit hier nicht eine Kultur gewachsen ist, die Moscheen und Minarette in ihrer Mitte immer mehr fördert und die gewachsene Kultur immer mehr transformiert. Wir wollen klar zur Überzeugung bringen und auch klar mit all unserer Kraft stets dafür kämpfen, dass es möglich ist, dieses europäische Leitbild unserer Kultur zu erhalten und dann entsprechend auch abzuleiten daraus, dass es natürlich, natürlich einen Zuwanderungsstopp geben muss. Und mehr noch als das, ich habe das einmal mit dem Begriff der Minuszuwanderung hier in die Diskussion gebracht, dass all diejenigen, die mit unserem Wertesystem nichts anfangen können, dass diejenigen, die nur zu uns gekommen sind, um hier soziale Meriten für sich zu genießen oder weil sie glauben, hier als Glücksritter in eine Zukunft gehen zu können, aber gleichzeitig Verachtung für unsere Gesellschaft entgegenbringen, die mögen wieder zurückkehren in ihre Heimat und nicht länger auf unsere Kosten unsere Kultur in einer Art und Weise verändern, die nicht in einer gewachsenen Art und Weise ist. Das Nächste, was mir besonders wichtig wäre, und vielleicht müssen wir doch intern darüber diskutieren, weil es die eine oder andere Stimme auch in unseren Reihen gibt, die das vielleicht etwas anders sieht als ich. Aber ich wäre dafür, was den Schengen-Vertrag betrifft, eine Volksabstimmung in die Wege zu leiten. Die Österreicherinnen und Österreicher zu fragen, was ist euch wichtiger? Ist es euch wichtiger, vielleicht nicht eine halbe Stunde an der Grenze warten zu müssen, um den Preis allerdings, dass hier Kriminalität ins Land hereinschwappt und die Ströme von Asylmissbrauchern auch nicht abreißen? Oder ist es euch wichtiger, wieder Grenzen um unser Land zu ziehen und damit auch die Kriminellen abhalten zu können
und damit auch sicherstellen zu können, dass man nicht über die Autobahn nach Österreich aus Osteuropa hereinkommen kann, hier auf Diebszug geht und dann ungehindert das Land wieder verlassen kann. Nein, Grenzkontrollen haben etwas Gutes. Aber ich reklamiere nicht für mich jetzt, dass ich da die richtige Position vertrete. Ich will nur, dass die Österreicherinnen und Österreicher selbst darüber entscheiden können, ob wir unser Territorium wieder absichern, so wie es früher einmal mit Grenzen rund um Österreich auch der Fall war. Und wo wir auch ganz klar die Stimme erheben müssen, ist ein Überwachungswahn, der bereits absurde Ausmaße angenommen hat. Ihr alle kennt die Diskussion der Vorratsdatenspeicherung, ist uns von der Europäischen Union so auferlegt worden. Jedes Telefonat, jede Internetseite, die ihr ansteuert, jedes SMS, das ihr verschickt, muss ein halbes Jahr lang gespeichert sein. Dafür, falls irgendjemand vielleicht darauf Zugriff haben möchte und dafür, falls vielleicht jemand in weiterer Konsequenz eine Geschichte um euch konstruieren möchte. Ich halte es für unverantwortlich, gerade für eine Partei, wie wir es sind, die fußt auf den Prinzipien von 1848, wo wir Bürgerrechte mühsam erkämpft haben, dass ein Überwachungsstaat in dieser Form implementiert wird, wo die Vorratsdatenspeicherung erst ein kleiner Beginn all dessen ist, was hier noch an Grausigkeiten zurzeit über die Bühne geht. Das geht über die Fluggastrichtlinie, die uns verpflichtet, dank der Europäischen Union natürlich, dass die Flugbewegungen von jeder Person dokumentiert und gespeichert sind. Nicht nur die Flugbewegungen der entsprechenden Person, sondern auch die Gruppe, innerhalb derer jemand einen Flug tätigt, ist natürlich zu dokumentieren. Wir haben das SWIFT-Abkommen, das die Europäische Union mit den Amerikanern geschlossen hat, das besagt, dass jede Person, die unter Terrorverdacht gestellt werden kann, und Terrorverdacht kann man schnell konstruieren, dass jede Person und deren Bankdaten in Summe an die Amerikaner zu geben ist. Und wenn es heißt, der Maxi Huber aus Washington oder aus New York ist irgendwo am Rande auffällig geworden, einer Gruppe anzugehören. Ob das stimmt oder nicht, ist völlig unerheblich. Wir wollen den Zugriff auf seine Bankdaten haben. Und dann gibt die Europäische Union, oder basierend auf einer Richtlinie und eines Abkommens der Europäischen Union, dann haben wir diese Bankdaten den Amerikanern zu geben. Das kann jeden treffen, jeden unliebsamen Politiker, jeden Journalisten, jeden, der sich irgendwo gegen das System stellt. Schaut noch mal schnell rein, wie schauen die Kontobewegungen aus. Ein absoluter Irrsinn, der da im Gang ist. Und gegen all das, was in Europa in mehreren Revolutionen blutig erkämpft wurde, an Rechten für die Bevölkerung hier mit Füßen getreten wird. Und einer der jüngsten Absurditäten, die hier kommt und auf europäischer Ebene gedacht wird, nennt sich INDECT, ein Programm, das sicherstellen soll, aufgrund von Personenerkennungsmustern im öffentlichen Raum, ob hier Unruheherde entstehen können oder nicht. Ich sage euch, das ist alles derart absurd, es ist alles derart aberwitzig, was hier geschieht. Und in einer Situation, wo du als Bürger immer mehr das Recht hast oder das Gefühl hast, du wirst rundherum nur noch kontrolliert, wann immer du auch nur einen Schritt aus der Reihe tanzt, kann das System in voller Brutalität gegen dich zuschlagen. Und eigentlich ist das genau das Gegenteil, wofür wir als Partei seit vielen Jahren kämpfen, was Ausdruck unserer tiefsten inneren politischen Überzeugung ist, die Freiheit für jeden Bürger sicherzustellen. Das wollen wir haben und nicht eine Politik, die den Menschen hinterher spitzelt und bedarfsweise diese Informationen und Daten auch gegen sie einsetzt. Ein letzter wichtiger Punkt betrifft unseren Arbeitsmarkt. Das, was wir seit Jahren formulieren und fordern, nämlich, dass wir das Recht zurückgehalten müssen, über unseren Arbeitsmarkt bestimmend und schützend einzugreifen, diese Diskussion beginnt glücklicherweise gerade. Es war der britische Premierminister Cameron, der gesagt hat, für Großbritannien möchte er eine Situation sicherstellen, dass anlässlich der Öffnung des Arbeitsmarktes am 01.01.2014
Rumänen und Bulgaren natürlich nicht ungehindert Zugang zum britischen Arbeitsmarkt erhalten. Recht hat er, der Herr Cameron, genau das, was wir seit Jahr und Tag sagen. Und es beginnt auch in Deutschland von Seiten der CSU, wird jetzt diese Diskussion geführt und damit geben Sie uns eigentlich recht. Sie geben uns recht damit, was wir vor Jahren gesagt haben, nicht nur was die Zuwanderungspolitik betrifft, wo wir vor vielen Jahren schon Positionen formuliert haben und jetzt viele auf unseren Zug auch springen, auch jetzt, was europapolitische Forderungen anbelangt, zeigt es, dass wir gegen einen ersten Widerstand, aber wo wir trotzdem bei unseren Positionen festgehalten haben, Recht behalten haben, jetzt zusehends auch durch die Realitäten, die international sich manifestieren, wir Rückenwind erhalten. Und ich sage, es ist eine Situation, wo wir nicht falsch liegen können mit einer Politik, die Ausdruck unserer tiefen inneren Überzeugung ist. Und ob das in letzter Konsequenz gelingen wird, dass wir mit unserer Politik so viele europäische Partner finden und auch so stark werden, um hier das Ruder herumreißen zu können oder auch nicht, das kann ich nicht sagen und das kann niemand von euch sagen, weil auch niemand in die Zukunft blicken kann. Aber wisst ihr, worauf es ankommt in letzter Konsequenz? Dass du dich täglich in den politischen Spiegel quasi schauen kannst und dein Spiegelbild dir sagt, ja, du tust alles, was nicht nur auf den Prinzipien der Ehrlichkeit fußt und basiert, sondern du machst wirklich alles, um in deinem Verantwortungsbereich, in deinem Land, für deine Familie das Bestmögliche zu erreichen. Und du nicht in das Spiegelbild schauen musst, wie sicher für Rote oder Schwarze, die komplett andere Interessen haben, als das, was in den Parteien gedacht wird, die verbandelt sind mit Industriekonzernen, mit Kämmerersystemen und industriellen Organisationen und in Wahrheit eine Politik für die machen. Am Ende deiner Tage musst du dir sicher sein, wenn du gefragt wirst, ob du all das für deine Bevölkerung und für dein Land getan hast, was du tun hast können, wenn das vielleicht eines deiner Enkel dich fragt und du sagst, ja, das habe ich getan, dann weißt du, dass du politisch richtig liegst und dann weißt du, dass du eigentlich durch nichts gebremst werden kann, weil du durch die Kraft deiner eigenen Überzeugung Politik machst, gegen alle Widerstände, aber aus dem eigenen Herzen heraus und eine Richtigkeit deiner Forderungen in Wahrheit nur eine Frage der Zeit ist. Ich danke euch, dass ihr mir euer Ohr geschenkt habt. Ich glaube, wir liegen europapolitisch richtig. Der Andi hat hier eine hervorragende Arbeit geleistet. Ich möchte das im Nationalrat flankieren. Ich möchte das unterstützen. Ich weiß mich in einer Gruppe von lupenreinen und besten Patrioten, von Österreichern, die gute Europäer sind. Dankeschön.